Abwechslung. Nom 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 nom. So. So, dann haben wir das. So, dann tun wir jetzt mal 1, 2. 1, 2. Und 1. 2 Wasser, also 2 im Wasser, damit wir sozusagen unsere Zuckerstängel dann da machen können. Au. So. Da, genau. Dies ist schon einmal gewachsen. Sehr gut. So, einmal. So, dann haben wir sozusagen hier immer einen gewissen Fodder, also der wird hier immer wachsen zu Hause, den wir sicher haben, vielleicht langsamer, aber wir haben dann ein Fodder. So, wir haben jetzt hier noch was. So. Ich denke, da wir jetzt auch die Zeit haben und es hell geworden ist, also gerade hell geworden ist, werde ich auch noch ein bisschen hier hacken. So, so. Ich hier noch ein bisschen Holz fällen. Hier aber keine neue anpflanzen, aus dem einfachen Grund, dass ich dann sozusagen mehr Sicht haben werde. Ich höre die ganze Zeit so eine Fledermaus, aber die muss dann hier irgendwo unten drunter sein, so als wäre hier unter mir eine Höhle. Aber ich kenne nur die eine Höhle, die mal war bei mir unten, aber kann sein gut, dass sich da eine Fledermaus versteckt hat. Die spawnen ja ab und zu mal gerne und ich höre noch einen Zombie. Also heißt hier irgendwo ist eine Höhle unter mir, wo dann Zombies und Fledermäuse sind. Will ich jetzt nicht unbedingt herausfinden. Ja. Weg, weg, weg. Jupp. 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 So, jetzt muss ich mich ein bisschen höher wieder bauen. Okay. Zack, zack. Noch ein bisschen höher bauen. Müsste aber auch eigentlich Ende sein. Also, ja, okay, gut, wollte schon sagen. Der Baum kann ja nicht noch höher gehen. So. Hier, da oben ist noch was. Hier ist noch was. Da haben wir noch zwei. Gut, das machen wir dann halt mit der Handarbeit. Muss ja auch gehen. So, wenn ich jetzt noch mal gucke, müsste das hier eigentlich. Ah, ne, da hinten ist noch was. So, weil wenn wir nicht alle Baumstümpfe hier entfernen, geht ja auch, geht ja natürlich auch das ganze Gebüschel nicht weg. Und dahinter ist glaube ich noch einer. Genau. Super. Jetzt müsste ich hier drauf springen und den da wegmachen. So, okay. So, dann haben wir das hier auch schon mal. Weil ich will nämlich sehr viel Holz haben, weil dann kann ich nämlich sehr viele Sticks machen und dann sehr viele Zäune und dann werde ich nämlich meinen schönen Garten hier umzäunen. Aus dem einfachen Grund. Ist zwar wild in der Richtung der Garten, aber trotzdem soll er ja ein bisschen geschützt werden. Deshalb werde ich dann auch noch ein paar Schaufeln mitnehmen und hier ein bisschen außen herum noch sauber machen. Deshalb mache ich ja schon die Bäume in der Nähe weg. Oh, ich wusste es doch. Ich habe hier irgendwo bestimmt noch was übersehen, habe ich mir gedacht. Es kann ja nicht alles gewesen sein. So. Okay. Das muss jetzt aber alles gewesen sein, oder? Lüg mir nicht an. Sag mir, ob da noch was drin ist. Baum. Okay. Scheint alles zu sein. Gut, dann muss ich noch den Baum hier wegmachen. Alles per Handarbeit. So als hätten wir gar keine Werkzeuge in der Richtung. So, alles schön. So. Joinks, raus hier. So, anpflanzen.
Gut. So, da wir jetzt so viel haben, machen wir daraus mal die Stacks. Daraus das. So, was als erstes wichtig ist, dass wir ein Tor machen. Das geht mit Sticks an der Seite und einen ganz normalen Oakwood in der Mitte. So, das brauchen wir. Jetzt brauchen wir aber, glaube ich, noch mehr Sticks, oder? Aber wir haben noch ein paar, oder? Ja, genau. So, nehmen wir die mit. So. Wo werde ich mir mein Fence-Gate hinmachen? Komm, sag mal, hier an der Seite. So, jetzt Fences. Heißt natürlich, alles, was in der Nähe der Fences ist, muss dann zerstört werden, weil sonst können sie trotzdem drüber. Ist ja nicht richtig. Oder soll ja nicht sein, dass sie dann trotzdem einfach so rüberkommen können. Komm her. So. So. Und zudem kommen hier oben immer Fackeln drauf. Kann ich ja das schon mal machen. So. Habe ich jetzt zwar sozusagen anders abgemessen, als ich jetzt wollte, aber das ist jetzt auch egal. So, bloß wir tun mal hier noch einen an der Seite hin. Hier einen an der Seite und von mir aus hier einen. Leuchtet das nämlich hier alles ganz schön. Und da sind die Pflanzen auch glücklich, wenn sie nachts ein bisschen Licht haben. So. Heißt, wir müssen hier noch ein bisschen weiter graben, sozusagen, dass das alles in einem gewissen Maße ist. So, hier noch eine Ecke. Wir haben jetzt ein super helles Haus. Ist sehr gut. Haben wir die zweite Schaufel mitgenommen? Ja, ich bin auch so ein Depp. Nehmen wir doch lieber mitgenommen. Ha, guck mal, der ist fast so gewachsen, als wäre das ein Rubber Tree aus Tekkit. Ist es aber nicht. Ja. So. Schaufel, nehmen wir mal eine mit. Und wir brauchen noch ein paar Fences. So. Sticks. Nur ein Stack möchte ich bitte. So. Zack. Ich denke, dann müsste reichen, ja. Und raus. Ja. So, dann bauen wir das nämlich jetzt hier alles weg. Bisschen mehr von mir aus, dann ist es auch ein bisschen sicherer. Ach, die Sonne geht auch schon wieder unter. Mein Gott, die Tage vergehen hier so schnell. So. Schnell hier, Fences. So. Ich glaube, als ich früher noch zusammengespielt habe mit meinem Kollegen, wo wir uns sozusagen, wo es noch nicht diese richtige Option gab mit dem Server und sowas alles, haben wir auch, glaube ich, um unser ganzes Gelände, wo wir sozusagen gelebt haben, sozusagen so einen riesigen Zaun gemacht. Und sozusagen so die ganzen Monster abzuhalten. Ist auch natürlich sehr schön. So, schlafen. Sind natürlich Möglichkeiten. So, jetzt sind wir eigentlich so sicher in der Richtung, dass nichts, was wir nicht haben wollen, so reinkommt. So. Machen wir uns noch mal ein paar neue Cookies. 16, doch, so drei können wir noch machen. 2, 3, 1, 2, 3. So, genau, jetzt sind wir fast bei einem Stack. Und wenn wir den Stack gegessen haben, dann mache ich jetzt auch keine neuen Kekse, sondern mache ich mal Brot oder sowas. Diese Chikus da. Runter mit euch.
So.